herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Heute mit einem Amazon-Schnäppchen-Überraschungspaket-Unboxing. Dieses Format laden ja aktuell einige YouTuber hoch und auch ich möchte mich mal überraschen lassen und habe ein solches Paket auf Amazon bestellt. Den Link dazu verlinke ich euch in der Infobox, falls ihr auch so ein Schnäppchen-Paket haben wollt mit vielleicht ganz vielen tollen Sachen drin. Ich weiß es nicht. Wir lassen uns mal gemeinsam überraschen und ich würde sagen, wir packen jetzt das Paket zusammen aus. Viel Spaß bei diesem Video. Ja, also ich habe den Karton geöffnet und da drin ist eine Tasche, die sieht schon ein bisschen älter aus, von, weil sie ist hier komplett abgenutzt, von sparschwein24.de. Okay, ja, und ich greife da jetzt einfach mal in die Tasche und gucke, was da drin ist. Da haben wir einmal Ohrschmuck, nickelfrei, sichtbar und unsichtbar gegen Diebstahl, ach so, gegen Diebstahl ist sicher. 3,99 kosten die eigentlich und die sind so schwarz-weiß gestreift mit Blumen und einer Muschelplatte oder so, einem Glitzerstein, einem Silberring, also da ist alles dabei, ne? Ja, ich werde euch dann noch eine Aufnahme einblenden, also wunderschön. Dann habe ich hier, okay, die Whiskas Knuspertaschen für den Snack zwischendurch, ne, wenn man unterwegs ist im Taschenformat, Handtaschenformat. Nein, das ist Katzenfutter. Wir haben keine Katze, aber ich finde da bestimmt jemanden, dem ich das schenken kann. Denn meine Freundinnen haben Katzen als Haustiere. Ja. Dann, was habe ich hier? Oh Gott. Das sind so Schüsseln. Und zwar 4 Stück. Jawohl. Da passt alles mögliche rein, ne? Also 4 Schüsseln sind gut, okay. Da kann man, glaube ich, echt nichts dagegen sagen. Die Farbe ist jetzt nicht ganz so meins und passt nicht ganz so zu unserem Geschirr, aber hey, es ist okay. Für Porridge oder so ist das ganz gut. Oh, Luftschlangen! Yay! Kann ich direkt aufheben für meinen Geburtstag. Auch da sind die Farben wieder voll meins, aber hey, Luftschlangen ist ganz schön cool, oder? Dann haben wir hier, oh, was ist das? Lieder steht da drauf. Oh, okay, das ist auch schon. Ah, ne, das ist nur das Papier. Ich mache das mal auf, was da drin ist. Eine Tasche oder so? Oder ist es ein Trinkbeutel? Das sieht so aus. Oh, yeah. Ja, das ist wirklich ein Geldbeutel. Riecht auch etwas komisch. Sieht etwas komisch aus. Also, ich habe einen Geldbeutel, aber vielleicht gefällt er ja einer Oma oder so. Dann habe ich hier, yay! Happy Birthday! Was ist das? Ach, Party Bags. Wie cool ist das? Das finde ich wirklich mega cool. So Tüten, wo man, kennt ihr das noch von Kindergeburtstag? Ich weiß nicht, ich bin ja jetzt schon 30, ne? Bei mir gab es das früher, wenn wir auf Kindergeburtstag waren und die Kinder sind alle heimgegangen, dann gab es für jeden so eine Tüte mit Süßigkeiten drin. Ich glaube, das werde ich wieder einführen an meinem 31. Geburtstag. Bekommt jeder Gast so eine Partytüte. Oh, dann haben wir hier Namensetiketten für 2,99 mit einem Stift und da ist so ein Hase und ein Teddybär. Das ist echt süß. Ich glaube, das gebe ich meiner Freundin Nathalie, meiner lieben Trauzeugin. Sie hat nämlich 2 kleine süße Mäuse und vielleicht brauchen die das für Kindergarten oder so. Ich werde sie mal fragen. Dann haben wir hier, yay, jetzt geht's aber richtig ab, eine Plastikblume. Die macht keine Geräusche. Ich kenne die, die dann so Geburtstagslieder singen oder sowas. Ja. Dann haben wir, oh, das ist aber wirklich süß. Guck mal, so ein Hase, Schlüsselanhänger ist das. Das ist echt süß. Werde ich jetzt zwar nicht verwenden, aber eigentlich ist es schon süß. Dann haben wir hier eine Hornhautpfeile für die Füße. Ja, sowas benutze ich eigentlich auch nicht, weil ich diesen elektrischen Hornhautentferner habe von Balea. Aber das ist jetzt auch nicht so schlecht, oder? Dann haben wir hier einen Wunderbaum in Jasminduft. Ja, riecht auch noch ein bisschen. Aber sieht jetzt auch nicht mal so trendy aus. Ja, aber ist auch ganz okay. Dann haben wir, wow, jetzt geht's richtig ab. Hallo. Flipflops. Das ist echt cool. Welche Größe haben wir?
Ach, 38, okay, passt mir leider nicht. Aber ich werde die verschenken. Also Flipflops kann man echt immer gebrauchen im Sommer, oder? Das ist echt mal cool. Dann haben wir hier, was ist das? Ein Körbchen. Ach, ein Körbchen mit Nadeln. Der braucht kein Körbchen mit Nadeln. Zwar kein Faden dabei, aber hey, man hat dann auf jeden Fall schon mal ein paar Nadeln dabei. Wenn man unterwegs irgendwas abstecken möchte, braucht man das hier. Ach, noch mehr Nadeln. Also eine halbe Verpackung. Hier ist abgerissen. Läuft. Das sind auch so Stecknadeln in allen Farben des Regenbogens. Ui, wenn mein Mann sieht, was ich da für einen Quatsch bestellt habe, ne? Das fliegt alles dann in der Wohnung rum. Dann haben wir das hier. Was ist das? Sieht aus wie so ein Pinsel für die Handtasche oder so. Und das ist ein Pinsel für die Handtasche, der ewig grob ist. Nein, nein, nein. Den werde ich nicht verwenden, auf gar keinen Fall. Okay. Dann haben wir hier... Das ist ja wohl das Allercoolste an dem Paket. Ein Stück Plastik. Kann das was? Nee, ist einfach ein Stück Plastik. Gut. Dann ist das ist glaube ich so eine Einkaufstasche, ne? Die man auseinanderfaltet, aus diesem Tütchen rausnimmt und dann nie wieder reinfalten kann. Kennt ihr das? Das ist wie bei Regenschirm. Da gibt es auch immer diese Verpackungen außenrum und das bekommt man nie wieder da rein. Also ich zumindest nicht. Ja, das ist eine Einkaufstasche. Das ist wirklich cool. Aber auch die werde ich vermutlich nie mit zum Einkaufen nehmen, weil ich die immer daheim vergesse. Ach, ein Kamm. Schön. Ein Kamm. Kann man immer gut gebrauchen. Dann ein... Was? Flashing Whistle. Blow it and flash it. Double Sound. Okay. Eine Pfeife, die leuchtet. Kann man auf jeden Fall mal gebrauchen, ne? Dann haben wir hier nochmal so einen Schlüsselanhänger mit einer Katze. Ich glaube, da frage ich mal die Kids von meinen Freundinnen, ob sie das brauchen. Das glitzert auch so ein bisschen. Ist eigentlich süß. Dann eine Packung Taschentücher. Muss man sich auf jeden Fall auch immer bestellen. Dann so ein Kamm. Den finde ich aber wirklich cool, weil solche verliere ich immer. Ich weiß nicht, wo ich die immer hinlege. Dann haben wir hier ein Feuerzeug. Ich verwende eigentlich immer diese Stabfeuerzeuge, aber also für Kerzen, ne? Ich bin nicht Raucher, aber für Kerzen verwende ich die immer. Dann haben wir hier, oh, ach. Also hier habe ich eine kleine Teekanne. Was soll das sein? Ja, wenn ihr wisst, was das darstellen soll, dann schreibt mir das bitte mal. Das ist auf jeden Fall... Nee, das ist keine Teekanne, das ist eine Gießkanne. Was soll das sein? Schreibt mir das bitte, wenn ihr das kennt. Dann haben wir hier noch... Ach, ach, wer braucht es nicht? Eine... Wie nennt man das? Duschhaube? Boah, die stinkt extrem. Also Leute, wer von uns verwendet bitte keine Duschhaube jeden Tag? Hand aufs Herz. Okay, weiter geht's. Dann haben wir hier, ist das eine Angelschnur oder was soll das sein? Strong and Stretchy. Das ist so ein gelbes Gummiband. Oder so. Für was benutzt man das? Dann... Dann haben wir hier ein Teelicht und Klebeband. Schwarzes Klebeband und ein Teelicht mit Batterie. Wow! Und, yay, das ist das Schönste am ganzen Geschenk. Ein Kugelschreiber. Hoffentlich funktioniert der. Weiß es noch nicht. Okay. Und das war auch schon mein Amazon-Überraschungspaket. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was euer liebstes Produkt ist. Und schreibt mir unbedingt nicht vergessen, was das hier sein soll. Vor allem das.
Was soll das darstellen? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Das war's auch schon mit meinem neuen Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, das Paket zusammen mit mir auszupacken. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.